Ja, der Sommer steht vor der Tür. Die einen gehen die Velo fahren und die anderen, wie der Dani und ich, wir sind ja eher bekannt als Töffli-Buben. Da haben wir uns überlegt, wieso nicht einmal ein Töffli selber basteln. Ja, jetzt, wie ihr seht, haben wir hier ein Velo genommen mit einem relativ festen, starren Rahmen. Ein Dromadamen-Velo genommen. Dann haben wir den Motor hier in den Freiraum eingepasst, angemacht mit einer so einer Spezialverbindung. Das ist eine Eigenentwicklung von uns. Oben dasselbe, jetzt geht das Rohr bei dem Motor. Ja, das Gerät ist auch bekannt als Laubbläser. Aber für diesen Zweck ist es jetzt wirklich viel besser geeignet. Gell? Jetzt geht die Luft hier raus. Jetzt, dass das nicht einfach ins Leere in die Blase weht, brauchen wir da vorne einen Widerstand. Und da hätten wir so einen Widerstand. Das tun wir jetzt genau gleich mit dieser Spezialverbindung Vibrationsarm montieren. Gell? Ja, und dann wären wir eigentlich schon parat für ein Probefahrt. Dani, komm! Funktioniert. Also komm, ab über den Gotthard.